MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler, voran auf das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Tramsim, der Tram-Simulator aus dem schönen Wien. Wir fahren mal wieder die Linie 1 mit der schönen Flexity-BIM. Wir waren lange nicht mehr im Tramsim unterwegs. Ich habe auch in letzter Zeit, wie gesagt, nicht so viel Zeit und das wird sich in den nächsten Wochen auch nicht ändern. Ich versuche immer ein bisschen was auf dem Kanal zu bringen und jetzt dachte ich, machen wir doch mal Tramsim. Es hat sich ganz, ganz viel getan. Wenn ihr euch die Changelogs der letzten Updates anschaut, dann werdet ihr da echt verrückt. Grafisch ist was gemacht worden, die Map ist überarbeitet worden, die Bahn an sich ist überarbeitet worden. Es ist unglaublich. Und wie man sieht, es ist Winter. Ja. Ich habe noch ein bisschen was an meinen Grafikeinstellungen verändert und das Ganze noch ein bisschen schicker aus. Es ist Winter. Und das finde ich cool. Wir hüpfen schon mal in die Kiste rein. Fahrplan und so werden wir gleich auswählen. Ich muss echt sagen, ich bin von diesem Spiel mittlerweile richtig überzeugt. Da wird so viel dran gemacht, es sollen noch Fahrzeuge kommen, da soll noch eine Tram kommen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich habe ihn eben noch auf der Zunge gehabt und jetzt komme ich einfach nicht drauf. Das ärgert mich. Wie hieß er denn? Ihr wisst es bestimmt. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn euch der Name einfällt. Ich könnte jetzt googeln, dann würde mir der Name auch wieder einfallen. Aber das wäre ja doof. So, wir richten das Mikrofon noch ein bisschen aus. So, jetzt gefällt mir das Ganze ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir machen erstmal das Kabinenlicht an. Genau. Im Fahrgastraum ist noch kein Licht. Das müsste, glaube ich, auf Auto stehen. Wir gucken mal. Blinker, bla bla bla, genau. Nur um mal kurz ein bisschen zu zeigen, was neu ist. Wir können andere Ziele schildern. Und zwar, indem wir hier auf Ziel klicken und dann könnten wir... Ne, gar nicht wahr. Da können wir die Ziele auswählen. Also, wir fahren ja zum Stefan Fadinger Platz. Vom Prater aus, dann können wir Prater Hauptallee, Karlsplatz, Börse, Zollamtstraße, Haltestelle Zollamtstraße Richtung Prater, Leer, Sonderzug, bitte nicht einsteigen, Wiener Linien, Fahrschule, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten finde ich ganz nett, das machen wir jetzt mal gerade. Eingabe. So. Jetzt müsste sie frohe Weihnachten schildern. Ja, sie schildert frohe Weihnachten. Cool, oder? ist doch wirklich ganz nett. Und an der Seite dann ein Weihnachtsbaum. Warum denn nicht? Schauen wir mal, was kommt denn bei Happy Birthday raus? Ziel. Da haben wir jetzt Happy Birthday to you. Aha, das schildern wir am Rand dann nix. Okay, dann da gibt es dann keinen Weihnachtsbaum oder so. Aber sie schildert Happy Birthday. Ist auch ganz nett. So, dann haben wir schon ein bisschen was hier mit den Sonderansagen. Zum Beispiel Ansage Tür. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Doch nett, oder? Geht auch außen. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Da weiß ich allerdings noch nicht, was das bedeutet. Aber außen, innen, das wird für die Ansagen sein, dass wir Ansagen auch nach draußen weitergeben können. Wir gucken mal. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Macht jetzt keinen Unterschied, ne? Liebe Fahrgäste, nö. Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Macht keinen Unterschied. So, wir schildern
Stefan Fiedinger Platz. Einmal eingeben. Dankeschön. Genau, Prater Hauptallee. Hier kriegen wir dann die Haltestellen angezeigt. Dann gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit zu sanden. Die hat allerdings noch keine physischen Einflüsse. Das kommt aber noch. Im Moment hat man halt entweder, wenn man selber sandet, das Geräusch. Und bei der Notbremsung, bei der Gefahrenbremsung vielmehr, wird dann auch automatisch gesandet. Geschwindigkeit können wir einmal so einstellen. Panto hoch, Panto runter, das kennen wir schon. Federspeicher kennen wir schon. Ich gucke gerade mal nach dem Licht für den Fahrgastinnenraum. Das müsste hier sein, genau. Ja, hier, wir können es einschalten. Dann ist es an. Allerdings können wir es auch auf Auto lassen. Dann reagiert die Fahrgastinnenraumbeleuchtung per Sensortechnik natürlich auf die Tageszeit. Der Tag-Nacht-Wechsel wurde auch ein bisschen verändert, beziehungsweise Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und im Winter sind natürlich auch die Zeiten vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang anders. Wir lassen das Licht mal aus. Wir lassen die Fahrgast-Innenraumbeleuchtung ausgeschaltet und werden dann mal sehen, ob sie sich dann im Automatikmodus einschaltet. Was auch neu ist, ich kann es allerdings noch nicht benutzen, ist das Weicheneisen, das erreiche ich ab Level 2. Auf Level 2 bin ich allerdings noch nicht, aber wie man sieht, bald. Ich lasse das jetzt auch mal eingeblendet. Und allgemein hat sich halt auch ein bisschen was getan an der Performance und so. Was mir hier allerdings noch nicht gefällt, ist, wir haben jetzt den Sound von außen. Wenn wir durch das Fahrzeug laufen, das stimmt noch nicht. Hier haben wir dann nochmal die Öffnung der Tür 1. Und sonst war es ja so, dass die Tür 1 auch mit Verzögerung geschlossen hat. Das hat sich auch geändert. Sie schließt jetzt direkt. Sie piept und schließt direkt, wenn wir nur Tür 1 öffnen und schließen. Vorher hatten wir da auch die Verzögerung. Das ist auch gepatcht worden. Und das Geräusch der Glocke und so hat man jetzt auch nochmal angepasst. Die ist jetzt nicht mehr so abartig laut, sondern entspricht laut Patch Notes jetzt dem Original. So, jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Uhrzeit, wir haben 15.08 Uhr. Oh, schön. Und wir haben für 15.09 Uhr direkt eine Fahrt. Die nehmen wir. Ziehen wir doch mal vor. Kabinenlicht können wir mal auslassen. Ich werde die Bahn gleich noch ein bisschen leiser machen. Punkte, seht ihr. In den Einstellungen hat sich auch noch ein bisschen was getan. Wir können jetzt die Grafik einstellen. Das ist aber völlig klar, wen wundert. Allerdings, was jetzt auch geht, das habe ich ja in dem letzten Tram-Sim-Video, das ist ja schon was her, habe ich das bemängelt. Man konnte audiotechnisch nicht so viel einstellen und das geht jetzt. So, Umgebungslautstärke, da machen wir jetzt mal alles ein bisschen in die Mitte. So, so. Speichern. Das sollte passen. Jetzt ist es nicht mehr so laut.
Ja, sehr schön. Dann muss ich selber nämlich nicht leise stellen. So, Freigabe nehmen wir raus. Jetzt ist es mir allerdings tatsächlich etwas zu leise. Wenn ich das jetzt so mache, speichern. Ja, so geht's. So ist es okay, so geht's. Babam. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Wobei ich denke, wir können das noch ein bisschen leiser machen gleich. Eine ganz kleine Ecke. Das können wir aber dann über die Gesamtlautstärke machen. Man hat jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten in den Einstellungen. Auch im Gameplay und in der Steuerung kann man jetzt ordentlich nachgucken. Joysticks werden unterstützt. Das war ja auch ein Wunsch der Community, dass daran gearbeitet wird. Das ist jetzt umgesetzt worden. Und ich hoffe, wir kommen bald echt auf Level 2. Dann können wir mit dem weichen Eisen spielen. Hier und da ruckelt es mal ein bisschen. Es macht aber nichts. Ich muss echt jetzt immer gucken, dass ich auf die Ampeln achte. Und auf diesen schicken Punkt, weil der gibt ja Punkte, ne? Wollen ja ein bisschen was sammeln, wir wollen ja auf Level 2 kommen. Holla die Waldfee, komm. Übrigens, Anfahren am Berg, zum Beispiel aus dem Tunnel raus, hat jetzt auch physische Eigenschaften, also das merkt man dann schon, dass es länger dauert. Sie ist dann nicht mehr so flux, also schnell. Ah, da hätte ich jetzt warten sollen, ne? Ja. Warten müssen. Ich finde es jetzt ist echt schon ein bisschen duster in Wien, aber das Licht geht noch nicht an. Wir lassen es auf Auto, wir werden sehen, was passiert. Es werden übrigens hier mehrere Folgen. Ich werde die nicht am Stück hochladen, ich werde die schneiden. Könnten zwei werden. Vielleicht drei, ich weiß es noch nicht. Ach, guck mal, wie schön performant das mittlerweile ist. Nur um euch das mal zu zeigen. Für mich sehr ausgewogen war tatsächlich die Texturqualität mit sehr hoch und alles andere auf hoch. Keine FPS-Beschränkung. Die Helligkeit habe ich jetzt mal so gelassen, wie es ist. Und das Sichtfeld im Führerstand, ich empfehle euch, lasst es auf 90. Ich habe das mal so hochgestellt, da war es total verzogen. Und oh, das war überhaupt nicht schön. Texturqualität möchte ich allerdings auf. Ja, ich möchte es so lassen. Doch, funktioniert so eigentlich ganz gut. Wir lassen es so.